Charlies Bar. Charlies Bar besteht seit 1941. Früher galt sie als berüchtigter Treffpunkt für rauflustige Seeleute und Arbeiter der Ölraffinerie. Heute ist sie vor allem für ihre Sammlung an Trödel bekannt. Bilder, Visitenkarten und Nummernschilder zieren die Wände der Bar. Von der Decke hängen hunderte Gegenstände, darunter Hüte, Frisbees, ein Autoreifen, eine Rettungsweste und sogar Trikots von den Boston Braves und den Brooklyn Dodgers. Charlies Bar und die Stadt San Nicolas fanden Eingang in zwei Romane des amerikanischen Autors Daniel Podkowski. An Island Away aus dem Jahr 2008 und Under a Blue Flag aus dem Jahre 2011.